Willkommen zum zweiten Match mit Naturia Runic. Wir spielen gegen verdammter Typ. Dürfen anfangen. Okay, wir haben keine Runics, aber wir haben die Naturia. Das ist immerhin was. Das sieht für mich verdächtig nach einer Normal Cricket aus. Mal gucken, ob die Trickets noch mal irgendwas frisst. Bisher hätte ich ja nie irgendeinen Handjob gefangen. Wobei Handjobs sieht man auch gerade nicht mehr so häufig. Zumindest nicht die Art von Handjob, die Cricket fangen könnte, sagen wir es mal so. Okay, soweit so Standard. Ich überlege jetzt gerade, ob wir für... Ja, wir gehen direkt für... Gehen wir für Nutbeast Pass oder nicht? Ich meine, wir haben nicht viele Optionen. Nein, wir haben ja zwei Optionen. Wir haben die Option, das Blessing zu suchen und es zu setzen oder das Blessing zu suchen und es zu benutzen. Achso, also wir wollen auf jeden Fall mal Blessing. Ja, ja, das definitiv. Die Frage ist jetzt, ob wir es benutzen. Ich werfe Pass dafür... Wir wissen halt nicht, was er spielt. Es kann sein, dass ihn ein Spellhate nicht juckt. Ich werfe Pass dafür, das Ding einfach nur zu setzen. Dann weil Cricket halt... kommt ja von selber wieder zurück, wenn er was aus dem Extra-Deck beschwört. Und dann können wir die Quicksynchron seinen Zug machen. Unter Umständen. Genau. Und die Idee ist, dass die Bestials und der Kelbeck genug Handtrap sind, um dahin zu kommen. Ja. Die Starter des schwerst mehrfach Medium. Ja, und, daher... und wir wissen halt nicht, was er spielt. Sprite. Hi! Ah ja. Ja, ja, richtig. Das würden wir gerne mal. Den Effekt hat die ja auch noch gehabt. Den haben wir schon mal vergessen. So, er hat noch nicht stärkste Monster. Das kann sich aber gleich ändern, je nachdem, welchen Sprite er jetzt holt. Ja, gut. Aber was hat er gerade gemacht? Gucken. Okay. Er kann nicht drei Handjobs los. Ja gut, wir werden jetzt einen unserer Handjobs verlieren, schätze ich. Dann geht er mal gucken. Wahrscheinlich. Der wird nicht so sozial sein und uns die Kamelien einmischen. Nee. Er mildt nicht viel. Das heißt, er kann den Kelbeck am einfachsten rumspielen. Der wird einen von den Bestials reinhauen. Wahrscheinlich den Druiswurm, schätze ich. Nee, der Kelbeck, okay. Achso, klar, die Frösche, die Millen. Nevermind, da macht Kelbeck doch Sinn. So, das ist noch ein Blue, okay? Ja, dann hat er immer noch stärkste Monster. Sobald ich überlege jetzt gerade, ob wir hier mal unauffällig Cricket anketten wollen. Die Sache ist halt die, wenn wir warten, bis er Gigantic hat, können wir mit Cricket zwei Monster holen. Ja. Wenn wir nicht warten. Aber andererseits kann er jetzt auch einfach Red holen, Red specialen und dann gucken wir in die Röhre. Richtig, und wenn wir jetzt Cricket raus. Andererseits, wenn wir jetzt Cricket raus tributen für Sunflower, dann kann er Monster-Effekte vergessen, bis er angreift. Und dann muss er erstmal angreifen. Er wird angreifen. Das heißt, wir können. Das heißt, das Prinzip soll natürlich. Dann forcen ihn halt in die Battleface, wenn wir Cricket mit Cricket das raustacken. Ja. Na, mal einen Zug. Genau, nicht so. Nein. Weil wir brauchen das für Sunflower. Stimmt, weil wir Sunflower holen wollen. Ash. So viel zu dem Thema. Mhm. Er hatte doch eine Ash. Soll ich nicht gerade getopdeckt haben. Ja, oder er hat einfach eingesehen, dass es Duss ist, die auf Blessing, also die auf Baum zu werfen, aber wenn wir dann schon Blessing Harddraw haben, schaut er in die Röhre. So bringt es garantiert was. Ja, aber jetzt im letzten Zug auf die erste Cricket werfen können. Quatsch, er hätte auf Cricket feuern ja. können. So, aber das ist natürlich okay, weil wir können nichts dagegen machen. Ich glaube, das ist in dem Fall ein unauffälliges Game 2. Er weiß, was für Spielen. Es gibt keinen Grund, nicht zumindest ihn noch verkacken zu lassen. Weil das Ding ist, der macht jetzt Jet. Dann geht er, also der holt jetzt Jet, dann macht er Jet für Starter oder Smasher, scheißegal. Dann geht er Gigantic Effekt, dann dürfen wir unsere Bestials nicht mehr bauen, weil die nicht Stufe 2 sind. Und dann kann er uns umlegen. Und wir kommen aus der Nummer nicht mehr raus.
Das war kein Jet. Pixies. Dann hat er Jet vielleicht schon auf der Hand. Ja. Ja. Okay. Okay. Dann hat er Jet schon auf der Hand. Ja, okay. Dann jetzt. Und dann holt er einfach nur Pixies für. Nee, keine Ahnung warum. Ich dachte, Pixies spielt man gar nicht. Kann man machen. Du kannst halt. Also, Pixies hat halt. Kommt halt über ein paar Sachen drüber. Plus, du hast den Vorteil. Also Pixies hat hauptsächlich die Funktion, es beschützt deinen Elfen. Ne, weil. Dass der Gegner halt nicht einfach über den 1-4-Stock mit irgendwas drüber rennt. So, jetzt dürfen wir natürlich, genau. Jetzt dürfen wir Wallcricket zurückholen. So, und bevor er es aktiviert, können wir Blessing machen, theoretisch. Wir können jetzt ein Nutbeast holen, das ist richtig. Ja, machen wir, weil das, also, ne? Ja, weil might as well. Zu warten. So, ja, das darf er natürlich machen. Mhm. Aber er kann jetzt halt seine Spells erstmal nicht benutzen, das heißt, der muss ein bisschen drumrum spielen. Ja, das heißt, geht in die Frog Engine. Was hat der Jet gesucht gehabt? Double Cross. Ah, Double Cross, okay. Dann baut er jetzt. Ja, dann baut er einfach. Frosch und crasht. Nee, der benutzt Pixies. Also ja klar, Pixies hat er, ja, stimmt. Und dann dürfen wir in der nächsten Runde gegen drei Frosch-Negates spielen. Ja, das könnte schwierig werden. Wenn die Handkarten knifflig wird. Könnte schwierig werden, sagen wir nicht zufällig das Dark Lure Topdecken, das wir nicht haben. Wenn wir Dark Ruler top decken, müssen wir immer noch durch ein Frosch-Negate durchspielen. Was? Warum greift er nicht an mit Pixies? Okay. Das war unerwartet. Was? Oder welchen Effekt hat er jetzt benutzt? Also, kann er. Ja, er übernimmt das Ding. Okay. Warte, wir sind noch in der Draw-Phase, ne? Ja. Dann machen wir jetzt mal Saronir, Target. Was auch immer. Irgendwas. Jet von mir aus? Ja. Okay, Resolve passt. Mhm. Ich meine, wir haben eh kein Spell. Battleface? Saronir Hit über den Rosh, das Force dann. Da hat er der Pixies. Das macht jetzt alles awkward. Ja. Da müssen. Übernimmt die Kontrolle dauerhaft, oder? Ja. Ja, ja. Wenn wir. Das Force dann Pixies, dann machen wir Druiswurm, er macht Frosch Negate und dann schauen wir in die Ruhe. Verdammt. Nee, funktioniert nicht, Game 2. Warte, sagt ihr vom Feld auf den Friedhof oder? Ja, Feld auf den Friedhof, ja. Ja, die Pixies, die haben es gerade ein bisschen versaut. Ja, deswegen gute Karte. Ja. So, anyway. So, ist das noch irgendwas aus Spielen? So. Also, wir machen die Duris, also die ganzen Bestials raus. Wir tun Agido rein, Harald rein, Dave rein. Ah, crap. Wir müssen auch Gamma und Driver reintun, dann müssen wir auf Agido verzichten. Da. Agido-Dinger, ja, genau. Ja, maximale Karten, die sagen kein Shifter. Das sind auf 5 Karten, die Shifter negieren. Guck mal, dass das reicht. Von ihm kommt 190% ein Shifter. Auf jeden Fall, wenn der jetzt second geht gegen uns.
Jo, wie sie es gehört, kein gezogen. Mhm. Ja, dann noch mit Summon Cricket. Ja, mangels Alternative. So, Shifter. Ja, schon mal bis hierhin nicht. Jetzt Shifter? Nee. Das ist... okay. Brother, wir hatten nicht vor, was zu verbannen. Also doch, hatten wir. Wir haben nur nichts gezogen, was verbannt. Ja, okay. Ja, stimmt. Der hat uns jetzt unsere Runics abgestellt. Okay, cool. Dass wir schon wieder keinen Runic gezogen haben, weiß er ja nicht. Ja, dann legen wir mal Baum rein und gehen mal... Oh, er hat ein Monster geschworen. Ja, er hat ein Monster genommen oder gespecialt. Dann triggern wir die mal. Ja, klar, logisch. Und hätten gerne mal Cricket wieder zurück, I guess. Mhm. Hi. So, ja, uns nächste Blessing. Weiter. Ja. Dann würde ich sogar sagen... Von dieser, wenn wir jetzt Nutbeast holen, machen wir einfach Battleface. Ja. Wir können mit Blessing die Sunflower holen. Dann Coral Drake. Das war gerade so mein... Also nicht Coral Drake, aber... Wieso? Coral Drake kann Sunflower den... holen war auf jeden Fall meine Idee. Coral Drake kann halt den Tree discarden und sein Ding ins Killer kaputt machen. Und das ist der Tree im Friedhof. Das ist immer noch eine Karte. Das ist actually eine Idee. Ja, dann machen wir das. So, dann komm mal. Coral. So, wir haben nur zwei Blessings mehr, fällt mir gerade auf. Ja, richtig. Das heißt, wir müssen jetzt hier eine weitere Kamelie oder so suchen. Macht Cricket nicht mehr Sinn? Die haben schon genormelt. Ja, dann können wir auch Cricket suchen. Es gibt nichts Sinnvolles, was wir bauen wollen. Nee, die ist also Dark. Set Blessing. Und go. Das waren die. Achso, das Double Cross. Ja. Wir machen mal Drawface Stop. Vielleicht müssen wir. Starter. Ich meine, wir können. Sunflower anketten. Also jetzt anketten, Sunflower holen. Dann können wir das negieren, was er holt. Ja. Ich überlege gerade nur. Dann können wir das negieren, was er holt. So. Die Frage ist, was bringt uns das? Ja, nein, warte mal, wenn wir jetzt Kamelie holen, dann triggert die doch on summon und dann können wir die Flower zurückholen, oder? Das ist auch richtig, aber wir können mit Cricket auch einfach eine Kamelie holen, also. Ich würde trotzdem die Kamelie zurückholen, wenn wir es schon umgedreht haben. So. Okay, was sucht er sich? Ein Jet. Verständlich, wir würden auch gerne. Warte, welcher Effekt das ist jetzt? Wir müssten beide aktivieren können eigentlich. Ja, aber wir hätten gerne die Special Summon. Ja. Achso, klar, weil wir in der Kette gesammelt haben, deswegen, das ist der Effekt, der sich aktivieren lässt. So. Genau, wir hätten gerne. Haben wir überhaupt noch ein Stream Deck? Ja, stimmt, einen haben wir noch. Ja. Und da es uns wurscht ist, wenn das jetzt geasht wird. Ja, weiß er ja nicht, dass wir kein Target mehr haben, was wir damit suchen wollen. Mhm. Ja, Smashers, dachte ich mir. Dann können wir hier was suchen gehen. Ja, du zum Beispiel. Kamelie oder so. Keine Ahnung, ist ja wurscht. Völlig egal. Mhm. Und dann... Immer noch der Drawface. Ja. Und dann kann er jetzt theoretisch einfach Smashers machen. Ja, er kommt drauf an, wie er Normal Summons hat. Pot.
die Sunflower zu ziehen war halt maximal ärgerlich. Tja, passiert. Und kein Runic zu haben, war jetzt auch nicht gerade hilfreich. Schon wieder. Das ist allerhöchstens eine 70-80%ige Chance, einen Runic auf der Hand zu haben. Da kann man schon mal zweimal hintereinander keinen ziehen. So, raustecken bringt uns nicht weiter, also lassen wir's. Nein. Wir haben ja nur die kleine Naturia-Engine. Was war das gerade? End of Anubis. Ah ja, macht Sinn. Im Endeffekt einfach noch ein Necro Valley. Ja, genau. Wir kriegen halt keinen Baum, wir kriegen keine Ishizus. Wir kriegen die Graveyard-Effekte vor. Wir kriegen den Graveyard-Effekt von Cricket nicht. Das ist schon eine Menge. Ja, ja. Ich sage nicht, dass das eine dämliche Idee ist. Mhm. Okay. Sollen wir mit Cricket bluffen? Ich glaube nicht, dass da drauf reinfallen wird, aber versuchen können wir es. Da kann nichts Sinnvolles kommen. Also, es gibt kein. Weiß er ja nicht. Wir können es probieren, aber. Ich meine. Ja. Wenn wir es im er kann jetzt angreifen, die sind weg, oder wir können es zumindest versuchen und dann greifen und sie sind weg. Ja. So, nein. Ja. Okay, er ist kein Vollidiot. Chance ging gegen null, aber versuchen kann man es ja. Ja. Ja, und Smashers. Du? Nee, Biber. Okay. Ja, tut's auch. Ja, ich mach das immer ein bisschen gegnerabhängig. So, man lernt ja irgendwann seine Gegner einzuschätzen auf Turnieren und dann, bei manchen Gegnern versuche ich sowas, in der Hoffnung, dass sie es, wir kriegen Krieger zurück. In der Hoffnung, dass sie es verbocken und bei manchen ist halt so, ja, nee, das passiert dem nicht, der ist zu gut. Und dann schiebt man halt einfach und kürzt das Ganze ab. Und das hier ist so ein Schieben wir mal und kürzen das Ganze Abfall. Ja. Ja, passiert. Haben wir halt die falschen Karten gehabt. Ja, zweimal hintereinander durchaus Medium gezogen. Ja, ein Runic Spell hätte die Sache unter Umständen nochmal interessanter machen können, aber was willst du machen? Dann schieben wir das mal. Er muss jetzt nur noch kurz überlegen, wie er am sinnvollsten unser Feld abräumt. Ja. So kann... Ja. Ja, genau. Er wird einfach den holen, dann hat er auch die, dann kann er auch den reinholen, dann hat er die Kröte. Und jetzt geht's Battleface. Weil sonst musst du... Oder du längst jetzt Red. Er kann auch 11 holen und dann noch was wiederholen. Ja, ja, aber dann musst du halt dann musst du Red Vank linken, wie man hier gerade gesehen hat. Ja, aber die braucht er jetzt ja nicht mehr. Unser Monster-Nickel ist ja weg. Das hätte ja da sein können, dass wir noch was Lustiges auf der Hand haben. Aber nachdem Gigantic Resolved ist, ist die Chance ziemlich gering. Ja, dann ist das Feld weg. Also was jetzt der Mittelfinger wäre, wenn wir mit Coral Drake jetzt einen Runic Spell ziehen. Coral Drake zieht jetzt nicht. Oder? Der muss doch weggesynchrot werden. Nee, wenn diese synchro beschworene Karte... weggelegt wird. Okay. Der wäre auch nicht schlecht gewesen. Der hätte es getan. Ja. Der hätte sehr viel getan. Okay, das Set kann unmöglich was Gefährliches... Hi. Das Set kann unmöglich was Gefährliches liegen. Eigentlich nicht. Also... Nee. Imperm kann da liegen, ne, ist klar. Ja. Aber sonst nichts Gefährliches, weil es gibt kein Universum, in dem du mehr als einen Smasher ein Double Cross spielst. So, also. Den Modora behalten wir auf der Hand, weil wir davon ausgehen, dass wir den in Harald reinwerfen werden. Richtig, das heißt, wir können entweder mit dem Point anfangen, sorry, Tipp, oder mit Normal Summon. Wir waren jetzt davon ausgegangen, dass es eine Imperm ist, ne? Im schlimmsten Fall ist es eine Imperm, haben wir gesagt, ja. Okay. Ich würde sagen, wir gönnen uns Tipp, weil ist ja, also
da kann Impam ja nicht drauf kommen. Richtig. Und Battleface gehen wir eh nicht sinnvoll. Nee, so die Frage ist, suchen wir jetzt erst was oder tun wir mit dem direkt was holen? Ja, jetzt damit was zu holen. Weil ich meine, die Sache ist die, wenn wir jetzt den, ich meine, wir haben nur den einen Runic-Spell. Das heißt, selbst wenn wir jetzt den Field-Spells kriegen, geht's Runic-technisch nicht weiter. Wir könnten jetzt den Monster-Effekt-Negate holen und dann, sobald der Kröte macht, die mit Harald negieren und wenn er sie dann zurückholen will, das mit dem Negate negieren. Das müssen wir nicht mal. Ich würde jetzt tatsächlich, ich glaube, ich würde hier, also ich würde hier auf jeden Fall suchen und dann einfach nur, damit wir eine Runic-Karte mehr in Grave bekommen. Und dann aber mit dem, was wir suchen, würde ich wahrscheinlich specialen. Okay. Idee ist, also jetzt suchen wir irgendwas. Irgendwas, was wir nicht unbedingt nachziehen wollen. Smiting Storm oder so ein Blödsinn. Genau. Wow. Ah ja, klar. Natürlich, er hat Shifter gebordet, dann spielst du Gamma Burst. Mhm. Dann holen wir jetzt. Die Idee ist jetzt, dass wir Smiting Storm machen, dass wir dann Cricket oder Camellia, wurscht, abwerfen für Hugin. Dann wird das eine Toad fressen. Ja. Dann machen wir Harald. Dann haben wir den Fieldspell. Genau. Und da der Harald für Kosten den Mudora discardet, kann der dann sofort das Elf-Target aus dem Grave rausschießen. So, Camellia. Ja. Oh. Okay, keine Imperm. So, dann aktivieren wir das mal. Ja, technisch gesehen könnte es natürlich auch noch ein Cosmic sein. Ja, stimmt, das kann es auch noch sein. Dann gehen wir jetzt Stardust. Nein, Quatsch, wir gehen jetzt erstmal Cricket normeln und aktivieren den mal. Und legen und holen kostenlos was aus dem Deck. Ich glaube, wir haben nur noch eine Cricket und sonst nichts. Kostenlos aus dem Deck. Weil Camellia. So. Okay, mehr Runics im Friedhof. Non plus Ultra, Stardust Charge zieht ein Runic. Richtig, das ist jetzt der Plan. Da ist sie tot. So, Harald. Dave. Nein, er überlegt gerade, ob er Elf macht. Ja, schon klar, dass er keinen Dave hat, ist klar. Oh, wir dürfen jetzt leider nicht Mudora anketten, weil sonst kettet er Elf an. Um sicher zu gehen, ist nur der Mudora. Das wäre hochgradig tragisch. Ja. Wir warten hier schön ab. So. Nimmt sich ein Biber zurück. Das lässt sich nicht verhindern. Jo. Also das ließe sich schon verhindern, aber es wäre nicht worth, das zu verhindern. So, jetzt ist Charge. Die nächste Frage. Wie gehen wir in Charge? Da wir nicht mehr synchron können nach Charge, aber möglicherweise linken. Wir gehen mit Hugin in Charge. Genau. Und das dann bitte nicht in die Extra-Monster-Zone, weil die brauchen unter Umständen gleich noch. So, komm schon. Runic. Und jetzt ist Prage. Ja! There we go! Gott, sind wir gut! So, wenn wir jetzt. Das ist der Negate. Dann könnten wir Elf forcen, theoretisch, wenn wir das dann mit dieser Elf targeten. Oder wir holen einfach nochmal was. Das ist jetzt die Frage. Also, wenn wir jetzt Geri holen. Na? Ja. So oder so ziehen wir ja 3. Richtig, 3 ziehen wird auf jeden Fall passieren. Außer dafür, der kriegst du doch einen Cosmic Cycle. Ja. Ich
Das Problem ist, das zu negieren bringt halt, also den Elf zu negieren forst ihn halt nicht, weil. Also vielleicht forst es ihn, aber ich glaub's eigentlich nicht, weil. Also. Der weiß, dass wir nicht angreifen können. Also sprich, der Elf, auch wenn wir ihn negieren, würde der Elf liegen bleiben, so meinst du's? Ja. Ich meine, wir können Link bleiben in Access Code, dann bleibt er nicht liegen. Puh. Wir können außer into Unicorn into Dingens hier machen. Aber dann hat müssen. Der Monster? Nein. Außer into Unicorn im Sinne von ein Link-Monster mehr im Friedhof. Dann müssen wir allerdings Freezing Curse auf jeden Fall für die Summon benutzen. Ja, deswegen habe ich jetzt gerade. Deswegen wollte ich gerade wissen, ob wir zufälligerweise in Erdemonster. Ah, dann nicht, hab gerade geguckt. Das wäre zu einfach. Nur, ne? Nur Wasser und Feuer. Das wäre auch zu einfach gewesen. Okay, und Darkness. Dann müssen wir. Beschwören. Dann müssen wir Summon. Ah, es ist der Cosmic Cyclone. Gnarf! Fick die Henne! Ah! Und der banished halt auch. Wenn er nur zerstören würde, wäre es nicht mal ein Problem. Weil der Wolf den vom Friedhof wieder auf die Hand zurücknimmt. Ja. Also wir holen jetzt trotzdem Geri, weil Hugin bringt nichts ohne Handkarte. Ja. Eieieiei, das ist jetzt... Ja. Sehr schade. Wir linken trotzdem und räumen sein Feld ab, weil wir haben nicht wirklich eine Option. Richtig. Wir gehen direkt Unicorn Access Code, würde ich sagen, weil... Weil wir es reichen zwei Schüsse... Warte, wie lange behält Access Code seine Attack? Dauerhaft, aber wir brauchen doch zwei Schüsse. Um beide Monster loszuwerden. Ah ja, tu wird, wir müssen actually Monster in Grave bekommen. Ja. Dann können wir aber außer Access Code machen, oder? 4-3 reicht doch. Wir brauchen immer noch Stoff im Friedhof. Das ist doch der Punkt, ja, wir brauchen zwei Schüsse. Ich könnte sich auch theoretisch selber hochjagen, aber okay, dann lassen wir ihn auf dem Feld. Als ob wir das Unicorn nochmal brauchen. Okay, da hab ich lieber einen Stock auf dem Feld. Ja, fair. Er ist nicht geil. Natürlich ist das nicht geil, aber der Cosmic Saiyan war jetzt halt nun mal nicht geil. Ja, ist richtig. Und ich meine, er hat nur einen Frosch auf der Hand. Das... Na? Und im Friedhof. Und der Frosch kann eine Toad reinlegen. Was für eine Toad? Die auf der Liste steht? Ach ja, die ist ja rausgeflogen. Ah, hatte ich ganz vergessen. So, jetzt macht das. So, und nein. Ja, und nein. So, kurz gucken. Was hätten wir denn alles gerne wieder? Also, wir hätten gerne Blessing im Deck. Also erstmal muss sein Dings raus, ne? Das ist ja klar. Sein Tod, der muss weg. So. Er hatte sich vorher Nimble wieder zurück auf die Hand genommen, ne? Ja, er hat sich ja, Nimble Biber. Zurück auf die Hand genommen. Ja. Dann müssen Blessings oder so wieder rein. Blessing ist halt die am ehesten, ist halt die erste One-Card-Top-Deck. Das ist halt der beste One-Card-Top-Deck, den wir kriegen können. Blessing Tree, oder? Weil wenn er... Nee, beide Blessings. Cricket holt sich selber zurück, ja. Ja, Cricket einfach beide Blessings. Weil Cricket kann keine Kamele mehr holen, weil keine mehr im Deck ist. Ja. So, tschüss, 11. Und tschüss, Rosa. Dann skip Battle Phase und Pass. Das Problem ist, es bringt uns jetzt halt alles gar nichts, weil er hat einen Beaver. Das heißt, er hat voll Sprite. Er ist aber auch schon einiges raus. Kommt jetzt darauf an, wie er es runterspielt. Ja. Mal, der Plan ist jetzt normalerweise durch Gentech, Blue, Jet, Starter für Carrot, Elf. Ach so, weil wir drei Crickets haben. Ja, warum eine Crickets drücken? Ja. Ja, weil, warum nicht, ne? Nachdem der Gigantic Resolve ist, dürfen wir sie auch nicht mehr wiederholen, also might as well. Ja, im schlimmsten Fall blockt die einen Angriff.
So. Er kann Gigantic für Blue, Blue für Jet, Jet für Starter, Starter für Carrot. Dann geht er Gigantic und Blue in Elf. Elf holt was auch immer zurück. Unibimaru, Banish Access Code, Angriff. Boah. Ja, das wäre so die Baseline. Und dann beendet er auf Red Carrot mit 11 ab. So würde ich es jetzt spielen. Ja, soweit macht er es auch bisher. Na, du kannst auch erst in Unibimaru gehen und den dann weglenken. Es funktioniert genauso. Es ist relativ egal. Ja, wir haben ja eh keinen Interrupter drin. Entscheidend ist halt, dass der Access Code gebanished wird. Ja. Lustig wäre es jetzt nur, wenn er keinen Unibimaru spielt. Weil dann hat er actually ein Problem, über den Access Code drüber zu kommen. Das ist richtig. Ich meine, hoffen kann man. Ja, weil Zeus ist, steht nicht mehr zur Debatte. Das ist kein Unibimaru. Mhm, das ist der Elf. Dream is alive. Es könnte sein, dass der Pixies rausgeht. Ah! Ja, Moment. Sprint. Aber der triggert doch nur, wenn wir was specialen oder so, ne? If another monster is special summoned. Ach so, okay. Er macht einfach Starter und dann triggert, ja. Sprint. Okay, ja. Okay. Ja, okay, ja. Funktioniert das auch. Die Line hatte ich tatsächlich gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber das funktioniert selbstverständlich auch einwandfrei. Dann triggert er jetzt einfach Sprint, take das andere Material von Gigantic ab und flippt uns den Access Code zurück auf die Hand. Sollte zumindest funktionieren. Ja, eigentlich schon, oder? Hat wohl nicht funktioniert. Ach so. Okay, so kann man es auch machen, I guess. Ja, okay, ja gut, das funktioniert auch, aber... Dann behält er sich den Sprint Negate noch für... Also den Sprint Bounce noch für den nächsten Zug, falls wir irgendwas Lustiges topdecken. Nicht alleine. Aber nicht alleine. Nee, den Cosmic hat er halt nicht haben dürfen, aber auf der anderen Seite... Es gab halt... kein Universum, in dem wir um den Cosmic rumspielen können. Wir hätten drum rumspielen können, wenn er ein Erdemonster im Grave hat. Weil wir dann erst in Außer-Access-Code gehen können und die Verdeckte umballern können, bevor wir den Fountain committen. Richtig, aber er hat halt kein Erdemonster im Friedhof. Ja. So wie die Dinge standen, sehe ich zumindest kein Universum, in dem wir um den Z-Cosmic rumspielen können. Das ist dann halt so. Nicht mit dem Blatt zumindest. Ja. Ja. Na gut, schade. Jo. GG, machen Sie es hier am Freitag. Bis dahin. I'm not going to be able to do that.